Hallo, Stefanie hier. Heute begrüße ich dich aus Toronto in Kanada. Es ist die Zeit der Rauhnächte, eine ganz besondere Zeit, sehr hochschwingend und viele Menschen haben eine bessere Verbindung zu ihrer eigenen Spiritualität in dieser besonderen Zeit. Deshalb möchte ich mit dir auch gerne über das Thema Verzeihen sprechen. Für viele ist dieser Jahresabschluss einfach nochmal eine schöne Zeit innezuhalten, zurückzuschauen und bestimmt auch ein guter Zeitpunkt, um zu verzeihen. Es gibt immer wieder Menschen, die total ablocken beim Thema Verzeihen, weil sie sich vielleicht denken, das kann ich einfach nicht gutheißen, was da passiert ist. Und das meint das Ganze auch gar nicht. Wenn du verzeihst, heißt es nicht, dass du etwas gutheißt, sondern vielmehr, dass du etwas akzeptierst. Und zwar etwas akzeptierst, was du nicht mehr verändern kannst. Etwas, was in der Vergangenheit liegt und du kannst es jetzt nicht mehr ändern. Wenn du das Ganze akzeptierst, dann verändert sich dadurch die Energie. Das heißt, du machst dir eigentlich ein Geschenk selbst. Ja, hast du da vielleicht schon mal drüber nachgedacht, dass du dir selber etwas schenkst, wenn du verzeihst? Denn dadurch befreist du dich von alten Schmerzen, von alter Bitterkeit, die viele Menschen jahrelang mit sich herumtragen. Und wenn du verzeihst, dann kannst du dich von diesen alten, schweren Energien und Verbindungen lösen und dich davon befreien. Dazu musst du das noch nicht mal laut aussprechen. Du kannst dir ein kleines Ritual daraus machen, dass du dich zurückziehst und für dich innerlich die Worte nur aussprichst, dass du verzeihst. Du musst das nicht einer bestimmten Person sagen, du musst dieser Person nicht gegenüberstehen, du kannst dir das einfach nur vorstellen. Und starte dazu mit kleinen Dingen, dass du dir nicht direkt ein riesengroßes Thema nimmst, sondern etwas, was dich schon geärgert hat, aber was noch nicht so schwerwiegend ist. Dass du dich langsam an den Prozess des Verzeihens mal heranwagst. Und vor allen Dingen, vergiss dabei bitte nicht dich selbst. Ja, vielleicht kennst du das, dass du dir auch schon mal gesagt hast, oh, was ich da gemacht habe, das verzeihe ich mir nie. Aber auch hier denke ich, dass wir immer das tun, was unserem Entwicklungsstand gerade am besten entspricht. Also, dass wir immer versuchen, die beste Entscheidung zu treffen. Und wenn wir uns weiterentwickeln über Jahre, dann denken wir heute vielleicht, oh, wie konnte ich das damals machen? Das kann ich mir überhaupt nicht verzeihen. Aber damals war es eben das Beste, was wir tun konnten. Und heute sieht das Ganze schon wieder anders aus. Von daher verzeih dir bitte auch immer wieder selbst. Okay. Ich hoffe, diese Worte zum Thema Verzeihen helfen dir ein bisschen weiter. Ich kann es dir nur ans Herz legen, es einfach mal auszuprobieren und wirklich nachzuspüren, wie es dir damit geht. Wie du vielleicht merkst, wie alter Ballast von dir fällt und du dir dieses Geschenk selber machst. Ich wünsche dir alles Liebe für das neue Jahr und ganz viele gute, positive, lichtvolle Energien. Alles Liebe, Namaste.